Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Hasefeld in unserem Bio-Projekt. Schön, dass ihr mit eingeschaltet habt. Ja, Füsi hat sich, bei Füsi hat die Karma-Schelle zugeschlagen. Der hat sich gerade richtig schön am Monster verschluckt. Ich hoffe, es wird ein niemals endender Husten werden. Was ist eigentlich, weil... das in deiner Insta-Story gesehen hatte, was ist Monster Mega? Einfach gut. Nur eine große Dose oder was? Das ist genau so eine große Dose, ja. Also einfach nur eine große Dose? Ja. Was? So. Ach ja, so, dann hauen wir hier schön den Mais rein ins Feld, das passt auf jeden Fall und ich weiß nicht, warum die Spiegel so flackern. Und Füsi, sagst du Bescheid, wenn die beiden verladen sind? Ja, sind noch zwei Stück, die auf dem Feld hier liegen, drei. Ja, sag mal Bescheid, wenn du zur BGA fährst, dann mache ich nämlich mal Auge auf den Einfülltrichter. Ja. Dass wir wieder mehr Beine reinhauen, wie das Ding schluckt. Weißt du? Ja. Will da nicht nochmal Geld verlieren, ey. So. Der denn? Boah, ich drücke immer die falsche Taste, ey. Ich überlege halt echt, ob dieses Dings, was hier auf den Helm schnallst, ne? Zum wie heißt dieses Eye-Tracking? Ja. Ich überlege halt echt, ob das mal eine Idee wäre, ey. Ja, dann hol aber das Neuere. Das schnallst du ja nicht mehr am Kopf fest, das hast du ja am Bildschirm. Ja, das, ja genau. Feuer, ich weiß nicht, ich habe das noch nie geguckt. Bei Gamescom hat es gekostet auf dem Markt 100 Euro, 99,99. Okay. Kommt das direkt von Giants oder von wem kommt denn das? Ne, das kommt von iTony oder Tony Eye oder wie heißt die Firma? Tobi Eye. Ja, irgendwie sowas. Ist schon cool, ja. Also ich habe da schon ein paar YouTuber und Let's Player mit gesehen. Ist gar nicht so schlecht. Die haben aber alle das alte, wie ich gesehen habe. Ja, die haben alle das alte, genau. Ja. Den würde ich auch mal testen, auf jeden Fall. Immer noch so eine kleine Death Song drin im Lenkrad, die mir überhaupt nicht zusagt. So, mit den Beinen schon unterwegs? Nö. Ach komm, wieso denn das jetzt? Die ganze Zeit passiert nichts, ey. Geht nicht. Was denn los? Ah, ich habe mich hingelegt. Ist das dein Ernst? Meine letzten zwei Beine. Geht's wieder oder? Also kommst du. So. Kommst du alleine hoch oder brauchst du? Nee, ich brauche Hilfe, ich komme nicht hoch. Echt nicht? Ja. Welch Meier. Guck auch bitte mal auf den Wartungszustand von den Fahrzeugen. Ja, komm schon. Wer denn da? Ha 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 ha.
Bin ich Shit wohl auf dem Rücken, Alter. Oh Scheiße. Ey. Muss aber mal ruhig liegen bleiben, ne? Wenn ich hier im Kreis drehe, bringt mir das nicht viel. Oh, jetzt aber Vollgas. Was bei den beiden da los? Wollte ich direkt mitnehmen. Nee, der hat ja Gewicht. Ja, lässt sich los, komm, lass los. Warte. Machen wir die Gabel raus vorne. Hoch, die Gabel. Eigentlich alleine hochkommen, ohne Mist. Gar nicht. Ins Führer Schlawiner. Und dieser End. Ach, danke schön. Oh, jetzt. Ja. Junge. So, der war ja auch fertig, genau. So, ansonsten wäre dein Wochenende gewesen. Ach, ruhig, immer Samstag arbeiten. Pillarino gemacht. Mhm. Bisschen gestreamt, das war's. Schön. Immer wieder gleich noch. Da. Freue ich mich heute Abend auf die Couch, ey, auf mein Crazy Anatomy Abend heute Sonntag. Ja, ich freue mich auch echt auf die Couch. Also so vorgehen ist auch einfach nichts mehr für mich, ne? Samstagabend vorkommen, bis früh feiern. Einfach, ich brauche das ab und zu mal, aber im Großen und Ganzen ist es einfach. Du denkst dann immer, warum? Ja, warum hast du das getan? Ja. Ach, wo wir gerade bei Samstag sind, ich bin diesen Samstag nicht da. Okay. Ja, gut zu wissen. Wir sind mit der Firma Bohlen. Oh. Firma Bohlen? Ja. Irgendwas habe ich jetzt hier umgestellt. So. Bowling ist ja gar nicht mein Sport. Gerne Bowling? Nee, wenn wir schon auf Games kommen, wenn ich da sehe, wir gehen Bowlen, das steht da drin. Ich habe ich auch letztes Jahr gesagt, dass das Bowlen ruhig weg kann, also da in der Umfrage und so. Ja, ich bin da, nee, macht mir auch nicht so viel Spaß, aber bin von der Belegschaft von 6 Leuten, 5 wollen, das, ne, bist ja nicht die Spaßbremse, da machst du halt mit. Was willst du machen, ja. Ja. Dann mal sehen hier, wir müssen ja dann nochmal düngen. Aber mein Chef hat gesagt hier, ja, ich weiß, Bullen, du hast jetzt nicht so viel Lust drauf. Du hast gesagt, du machst da nicht mit und, oder hättest da nicht so viel Lust drauf, dass du was lieber was anderes machen willst. Aber dafür haben wir ein Schnitzelbuffet. Ich so, nice. Ja, auch so eine Sache, die ich noch nie gehört habe. Was denn? Schnitzelbuffet. Schnitzelbuffet, kennst du nicht? Nee. Schnitzel, Junge. Was soll denn das sein? Einfach ein Buffet, wo nur Schnitzel liegen, oder ja, was? Genau. Wie doof ist das denn? Schnitzel und ein bisschen Pommes und so, ja.
Das nennt, und das tut der kultivierte Schnitzelliebhaber dann als Buffet schimpfen, oder was? Ja, das ist ein Schnitzelbuffet. Das ist Schnitzel. Nur weil du es dir selber holst von in der Schale. Ja, genau. Okay. Ja, Wiener Schnitzel, normale Schnitzel. Hat alles da, ne? Ich hab mal wieder so richtig Bock auf Chinesisch, ey. Oh, ich könnte mich reinlegen. Ich war ja beim. Ich hab so lange kein Chinesisch gegessen. Ich war ja mit meiner Freundin beim Mongolen. Ach ja, das ist auch geil. Habe ich mir Haifisch gegönnt. Ja. Was kostet das bei euch? Sie haben ein Buffet, ne? Ist ein Buffet, da haben wir jetzt bezahlt 15 Euro pro Person. Und mega. Halt, ne, was du verschlingen kannst. Mega. Aber uns auch 16 Euro, also 15,90. Ja, irgendwie 15 Euro, ja, aber so, ja. Nein, das lohnt sich schon, ne? Die fragen, viele fragen dann immer, wie sollen das gehen? Geh mal zum Chinese, ne? Und was kostet da so, wenn du Chinesisch isst? Keine Ahnung, hier diese, ihr wisst ja, diese China-Dinger hier, wo du dir so ein mal Mittag schnell holst oder was auch immer. Ne? Wie so ein Döner halt, bloß als Chinesisch. Genau, ja. Was kostet da so ein Ding, so ein Essen? 5, 6 Euro so. Und wenn du jetzt 16 Euro rechnest, das sind das 2,5 solche Essen. Ne? Wer holt sich denn 2,5 Essen dort und isst das? Macht ja keiner. Schafft ja keiner. Weißt du, und deswegen lohnt sich da 15 Euro für die und dann All You Can Eat lohnt sich schon. Also die machen da schon noch gut Plus dran. Ja. Sind Kinder dabei, dann sind Frauen dabei, die nicht so viel essen. Ich wollte gerade sagen. Die nicht so viel essen. Nicht jeder frisst ein Kilo Schrimps wie ich, Dreistling. Ja, aber ist ja so. Da ja. Gibt, hast ja recht, da hast du dann, ihr habt ja auch gesehen, da hat die Frau, hat sich, also gegenüber unserem Tisch, hat sich einen Salat geholt, hatte dann einmal irgendwelche Lammkotlets. Ich bin schon die erste Stelle verteilt. Ja. Hat Lammkotlets geholt und irgendwas dann noch beigab. Ich habe jetzt auch nicht so auf den Keller gegangen, ist danach nicht mehr aufgestanden. Und das für 15 Euro, da denke ich mir, hey Leute, geh hin. Gut, ihr wollt halt einen geselligen Abend haben, wollt halt mitkommen, ne? Ja. Ja, aber so ist es halt und deswegen machen die da halt schon, die machen da schon ihren Schnitt, also sonst wird es das nicht geben. Ja. Bin ja auch einer, der keine Beilagen isst dann, keine Nudeln, kein Reis, gar nichts. Nee, das habe ich auch nicht gemacht. Meine Frau sagt, die haben da auch Pommes, ne, ist so scheißegal, tu das Fleisch da drauf jetzt. Ja. Nee, also das kostet sich dann schon aus. Kennst du das auch an so Salatbars, wenn du so ein, wir waren ja im Höfner, wir haben eine Couch gekauft, ne? Ja. Und da gab es halt auch, gibt es ja auch immer ein Restaurant in den Möbelhäusern, kannst du immer richtig schön schlecht Mittagessen gehen. Genau, ja. Und da habe ich gegessen Nudeln mit Wurstgulasch, naja. Und dann gab es halt noch Salaten. Ich habe halt so gedacht, Mann, Alter, irgendwie muss auf deine Proteine heute kommen, ne? Mhm. Und also auf dein Eiweiß. Und da gab es halt Thunfischsalat. Ja. Unter anderem. Da habe ich gedacht, oh, Thunfisch, geil, haust du so eine Schüssel rein, passt. So, und dann steht halt da so eine Schüssel, ein kleiner Teller, ein großer Teller. Ja. Da kostet halt so 3,60, 5,90, 7,90, keine Ahnung, ne? Und dann kannst du ja draufbauen, so viel wie da drauf geht. Genau, ja. Da habe ich halt so diese Schüssel voll mit Thunfischsalat. Und da hat Chi mich dann schon so angeguckt und sagt dann so, Schatz, tu dir doch bitte nur das in die Schüssel, was du auch isst. Ich so, ja, ich esse das. Ich tu mir da nichts rein und schmeiß das dann weg. Geht's noch? So, das isst du doch niemals. Ich sag, doch, das esse ich schon. Da hat mich die von einer Kasse schon drauf angeguckt. Naja, und dann, ich hab mir den Hühnchensalat da echt reingezwängt. Gar nicht. Naja. Aber so war eigentlich ganz cool. Endlich eine Frau, ich Gott sei Dank, ist gemacht. Naja, unsere ist jetzt 9 Jahre. Doch ein bisschen, man sieht schon, ist halt durchgesessen und ja, auch ein bisschen verkeimt und so. Naja, mal sauber machen und alles. Ja, ich denke mal, gut, nach 9 Jahren hat sich so eine Couch oder Sofa oder was auch immer auch bezahlt gemacht. Ja, kann man auch mal eine neue kaufen. Denke ich eben auch. So, bist du schon BGA mittlerweile gemacht? Ja, oder ich fahr grad los. Ey, du fährst jetzt los? Was hast du gemacht? Ja, wir sind ein paar Mal Spango da selber gestrickt oder was? Ja, wir sind die Ballen mal runtergefallen, da musst du dich ein bisschen schneller machen, ne? Alter Schwede, ey.
Junge, 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 ist ja schön, wenn es vor 24 Uhr dort ist. Weil wir müssten dann auch sprühen. Ja. Also sobald ich hier letzte Bahn. Boah, jetzt ist das schon wieder alle. Ich raste hier aus. Sag mal, haben wir noch irgendwo Sack oder Moos? Oder ist die einzige Möglichkeit, der hinter hier ist? Ich weiß auch nicht sehen, wie ich den Ball hier verladen habe. Der Traktor hat auf jeden Fall einen sehr schlechten Wartungszustand. Der ist nämlich nur noch bei 35% hat er jetzt runter. Ich muss auf jeden Fall mal warten. Der fehlt nämlich auch definitiv dann auch Leistung. So, wenn wir den Kollegen mal wegfahren hier. Hast du gestern geraucht? Bin ich sauber? Okay. Wie kommst du denn darauf? Deine Stimme, die hört sich so an, als. Um ehrlich zu sein, ich habe wahrscheinlich einige Zigaretten geraucht, dank der anderen, die wir geraucht haben. Weil, meint ja jeder. Und ich selber nicht, auf keinen Fall. Nee, mach ich nicht. Okay. Ich würde auch sagen, wenn ich jetzt besoffen wäre und so, und würde halt eine rauchen, weißt du, jetzt hätte auch kein Problem damit, das zu sagen. Bin ja alt satt, aber nö. Tatsächlich. Nichts rauchen. Aber dort haben halt alle geraucht, also viele geraucht, das ist halt das Problem, ne? Vor allem ist der gezwungenermaßen damit. Ja. So, wir sind aber erstmal fertig. Dann, meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Weißt du, was das Problem ist? Nee. Du im Elektroschuppen musst du die ganze Zeit schreien, um dich zu unterhalten. Ja, das, ja. Gut, aber wir sind erstmal fertig. Lasst es Däumchen nach, meine Lieben. Schaut bei Füße vorbei und wir sind morgen wieder, wenn es weitergeht, hier biomäßig unterwegs und so. Ne? Dann, tschüss. Tschüss.